Willkommen zur dritten Folge von Staffel 2, Banished, hier mit Zedek Aesus TV. Mit Zedek Aesus und Südostmoralischen Fernsehen, so rum. Wir sind ja gerade im Sommer, es wird gerade wieder ein bisschen frischer, nur noch 31 Grad. Und wenn ihr diese Folge seht und mich nicht kennt, dann müsst ihr mich unbedingt mal kennenlernen, denn ich mache nicht nur Let's Play Banished, sondern auch sehr viele andere Let's Plays, Simulatoren, Minecraft, so fast jeder. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen, Tutorials mache ich auch immer mal, die auch sehr interessant sind für den ein oder anderen. Oh, die Fischerhütte entsteht. Endlich der Stein angekommen hier. Guck mal, die haben das ja alle abgebaut. Das bedeutet, das Eisen. Eisen ist auch schon viel, ne? Eigentlich brauchen wir das noch gar nicht bauen. Eigentlich. Aber ich mach's trotzdem. So, nee, nicht hier, sondern hier. Na doch, hier. Ist ja alles schon richtig. So, wisst ihr hier irgendwo, wann wir eine 1 entstehen? So, machen wir mal hier eine 1. Hier sind 2 von 2. Hier ist 1 von 4. Machen wir 1 von 1. Ja, genau, jetzt sind die hier unten an der Brücke. Weil ich die als erstes gebaut habe, die Brücke. Na dann, baut mal die Brücke. Na gut. Da dauert es noch ein bisschen hier oben, ist ja gut, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt hier auf 5 stelle, da ist jetzt hier einer, okay. Snickt sich nicht einfach die Brücke weg. Also, oder ist das jetzt gerade, ah, das ist gerade fertig geworden. Ein nach oben. Upsala. Jetzt habe ich 5 Stück. Einer hier. Einer hier. Einer hier, also tüdelt einer ohne Arbeit rum. Soll natürlich nicht. Setzen wir da einen nach unten. Ja. So. Hab gerade geguckt, ob wir irgendwo noch eine Wegverbindung zwischendurch machen könnten. Dann habe ich mir so gerade gedacht, so hinter der Farm wäre ideal. Ist ja bald soweit. Da hinten müssen wir auch einen Tunnel machen. Also hier noch so eine Querverbindung. Würde dann schon gut ausschauen. So, der Fischer arbeitet. Und wir setzen hier auf jeden Fall. Upsala. Ein kleines Haus, ne? Ein kleines Haus. Upsala. Ja. Schaut das aus, das kleine Haus. Könnten wir so hinsetzen, was natürlich irrisch blöd ausschaut. Guck mal hier. Schaut es doch gut aus. Hier schaut es gut aus. Wir müssen mal ausprobieren, wie das Ganze ausschaut, ne? Immer mal so eine kleine Landmark hier hinsetzen. Das wird schon alles geerntet. Super, jetzt kann man den Tunnel schon sehen, wie der ausschaut.
57%, sehr gut. Wenn die dann hier fertig sind, können die dann zur Wartier rüber switchen. Hier ist noch nichts da. Das dauert immer am meisten, am längsten. Das ist der längste Weg, wenn man es so nimmt. Hier ist ein Lager und dort hinten ist kein Lager. Guck mal, ich will schon wieder so viel bauen, ne? Das würde ja perfekt hier reinpassen. Ah, der einsame Fichtenbaum schaut eigentlich super schön aus. Na, Lebensmittelvorräte. Guck mal, es wird gerade geerntet. Und da wird es wieder viel. Müsste jetzt über 2000 gehen, weil wir mehr Felder haben als vorher. Was wollte ich tun hier hinten? So. So leid wie es tut, das muss weg. Und hier bauen die ja auch noch alles ab, ne? Wenn man es so nimmt, oder? Wird das hier abgebaut? Nee. Das wird gar nicht alles abgebaut. Da schaust du in die Luft. Das ist fertig. Okay. Jetzt haben wir wieder einen Arbeiter, der ohne Arbeit rumspringt. Irgendwo ist er. Und es wird Winter. Guck mal. Herbst. Und es sind schon 0 Grad. Das wird knapp mit der Ernte. Sehr knapp. Weil irgendwann verdorren die Pflanzen. Wie jetzt hier drüben, wo es jetzt einfach weggeht. Da geht nämlich die Ernte ins Nichts. Und guck. Wir haben jetzt hier erst Herbst. Die Bäume sind auch erst herbstlich eben gefüllt und die Pflanzen verwelken. Weil es jetzt schon schneit. So meinte ich das nämlich. Also es kann durchaus sein, weil wir raus Klima haben. Dass das ziemlich schnell zunichte. Jetzt haben wir nämlich nur 640 Essen. So. Denke ich mir so, scheiße. Das wird knapp. Ja. Wir bauen sie jetzt noch ab. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht so viel bringen. Ja. Hier ist der eine Fischer. Jetzt sind es zwei. Fällen hier fleißig Bäume. 21 sind wir jetzt schon. Mal gucken, was die so auf Lager haben. Das sind sehr viele hier. Oh, die kommen nicht über den Winter, so wie das ausschaut. Oh, hier. Wir brauchen ein neues Haus. Also wenn jetzt hier zwei Familien schon in einer Hütte leben, das wird sehr, sehr knapp. Jetzt können natürlich auch mal minus 20 Grad werden. Habe ich das vergessen zu erwähnen? Das Lager würde ich doch hierhin bauen wollen.
Kann man eh nichts anbauen im Winter, ne? Mir 3 von 4, 2 von 2. Geht jetzt der einer noch drauf? Ja, 2, 2 sind 4. Das sind 6. 7, 8. Genau, passt ja perfekt. Passt perfekt. Mehr mal Foto. So. Upsala. So. Jetzt bin ich wieder da. Die Hühner, kann man die teilen? Nein, kann man doch nicht aufteilen. Wie gesagt, also so wie die Sommer kälter sein können als die Winter, trotz dass die Sommer kälter sein könnten, könnten auch die Winter milder sein. Das wollte ich sagen. Also es kann sein, dass im Winter minus 30 Grad sind, genauso wie im Sommer plus 40 Grad sind. Es kann auch durchaus sein, wie wir es dieses Jahr jetzt haben, dass der Winter schon im Herbst beginnt und er kann auch im späten Frühling auch enden, ne, wenn man es so nimmt. Genauso wie der Sommer schon im frühen Frühling anfangen kann und im späten Herbst enden. So kann das auch der Winter. Es kann natürlich auch ein langer Frühling und ein langer Herbst sein. Das sind natürlich dieselben Voraussetzungen. Da pendeln die Temperaturen eben so zwischen minus 1 Grad und plus 5. Ne? Gibt's auch. Das bedeutet, man hat jetzt minus 5 Grad im Herbst. Oder sagen wir minus 2 Grad im Herbst und im Frühwinter mal plus 5 Grad und dann geht es mal wieder richtig minus gerade. Jo. So ein bisschen Abwechslung sozusagen. Sonst ist es aber immer gleich weiß, bunt, grün. Herbstlich oder wieder weiß, bunt, grün, herbstlich. Immer diese Reihenfolge, wie Jahreszeiten eben auch sind. Wir haben noch viel. Wir haben erst Frühwinter. Noch haben wir Frühwinter. Mhm. Ah, das wollen die eher richten, wie zum Beispiel die Mine. Ja. Also Stein und Eisen haben wir ja noch genug. Wenn das so wäre, wäre das das Gebäude, was natürlich am wenigsten Moment mal, was ich gerade eher sehe, was uns eher zur Neige gehen kann, ist eine Schmiede. Ach du Heimatland, die habe ich ja völlig vergessen. Ja. Mal hier eine Schmiede hinbauen. So, Weg. Ach so, der geht hier nicht durch. Ihr wollt mit dem durchmachen. Oder hier.
Ach, Menno. Ah, die zwei Brücken sind jetzt fertig. Ich will den Lagerplatz jetzt mal immer dahinter stellen. So, dass das abgebaut wird, müssten wir ja auch noch einen Sammler errichten. Nein, hier. Sammlerhütte, Beeren, essbare Wurzeln und Kräutersammler. Sammelt Kräuter und verbessert die Gesundheit der Siedler, die ihn besuchen. Okay. Kommt erstmal ein Sammler hin. Der Stadt, wo nix wächst. Können wir natürlich auch so machen. Baue ich mir hier auch noch einen kleinen Weg hin. Das Lagerhaus ist errichtet. Sehr gut. Und das Haus wird auch langsam errichtet. Hier ist auch mal ein bisschen Holz angetroffen. Eigentlich müssten jetzt langsam alle mal hier den Schmied errichten. Das ist eigentlich das Wichtigste. Er braucht 32 Eisen. Du Heimatland. Wartet mal. Stopp. Salat, kleiner Ruckler. Stopp. Das ist gleich abgeschlossen. Sehr schön. Schaut auch gut aus. Ihr baut mal den als erstes fertig hier. Alles geht jetzt hier hin. Brauchen nur zwei Bauarbeiter. Das sehen wir gleich, wo die alle sind. Machen wir drei. Einer für den Wegbau. Das sehen wir nämlich so, wo die hingeistern. Ja, jetzt kommen sie nämlich hier. Ja, jetzt kommen sie. Warum steht der 1 und 2? Werkzeugvorräte. Weg, 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 weg. Hallo. Ja, der ist hier Viertel schon errichtet. Weil wir haben noch ein Werkzeug, ne? Jetzt beschweren die sich nämlich dann alle, dass sie kein Werkzeug mehr haben. Weil die müssen das ja auch noch bauen. Ach du Scheiße. Ja, das wird knapp. 14 haben jetzt schon Einwohner. Wir haben Frühlingsanfang, minus 1 Grad. Das bedeutet, wir haben wie viele Fragezeichen? 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die Bäume werden schon grün. Noch schneit es ein bisschen. Thank you.
Ja, aber soweit so gut. Alles tutti frutti. Ich verabschiede mich von der dritten Folge von Staffel 2. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.